Alter, sieht das krank aus einfach. Ich war noch nicht fertig hier. Ne, jetzt geh ich dort durch. Ach so. Ne, zuerst den linken Draht, dann den rechten Draht. Und jetzt bauen wir mal die Falle. Was wäre, wenn da drinnen brennende Tauben drinnen sitzen und keine Kerzen? Was ist los bei dir? Keine Ahnung, das war jetzt einfach nur so eine kleine geistige Eingebung. Telefon! Du bist fantastisch. Ich weiß, dass du es schaffen kannst. Sperr die Missgeburt ein und dreh ihr den Hals um. Du darfst nicht zögern. Fürs Vaterland soll hassen. Aber was ist, wenn diese Missgeburt mein Bruder ist? Zeichnung aus Kindertagen. Johannes sagt, Käfige sind schlecht. Vögel lieben es, frei zu sein. Na komm. Oh. Aber warum konnte ich denn dort gerade eben das Ding einschlagen? Obwohl es eigentlich nur in die Tiefe geführt hat. Oh je. Yeah. Jetzt geht's los. Bosskampf. Na, mal sehen, wer jetzt gerade im Käfig sitzt. Pass auf, gleich steht der ganze Käfig auf und fliegt weg. Ui. Oha. Schlapperti Kuck. Oh.
Oh, der hat mir meine Lichtquelle genommen. Wieder Rundflug. Komm, los, komm ran. Lichtkamera Action. Ich hasse es, wenn ich irgendeine Taste spammen muss wie Sau. Oh. Tinnitus! Richtig den Schädel eingeschlagen. Alter Falter. Eieieiei. Musste man sowas zensieren? Kapitel 4. Ad Infinitum. Reflexion, betrachte deine Reflexion. Trophäe. Das sieht aus wie damals das eine Zeichen von Tony Hawk Pro Skater. Irgendwie. Das gierige Auge des alten Feindes.
Oh. Wo gehen wir denn jetzt hin? Das sieht aus wie der Keller. Das sieht aus wie, keine Ahnung. Gehen wir erstmal geradeaus zu. Vielleicht müssen wir doch alles dreist angucken. Deine Schuld? Leid. Du bist aus Dunkelheit und Nacht geboren. Fleisch geworden. Geschändet. Und besiegt. Wir. Unsterblich. Und im ewigen Schmerz verloren. Ja, genau, und er hat einen amputierten Arm. Ja, das ist definitiv unser Bruder. Ein Perverser. Mit ihm hast du auch den Schmerz vernichtet. Warum schreiben die Perverser? Das ist irgendwie, was mich ein bisschen sehr irritiert. Weil, wie gesagt, ich bin der Meinung, er hat Züge, also so wie sich das, er hat ein Bild von einem Mann, von Christian gemalt und hat sich öfters mit Christian getroffen und Christian hat so zweideutige Andeutungen gemacht für mich gesehen. Oh. Ich denke mal, in den Keller gehen wir zum Schluss. Ihr sollt sterben für das Vaterland. Unfertiger Brief. Verderbnis. Du ziehst von Osten wie Windhauch in die Gräben. Das sieht aus. Kann das der eigene Vater sein? Ein alter Krüppel, mit ihm hast du auch Schwäche und Verderbtheit dahingerafft. Ja, das ist unser Vater. Unser Vater hat unser Vater hat es am linken Bein. Auf jedem Foto hat das auf der anderen Bein, auf dem einen Foto hat er das auf der anderen Seite gehabt. Nicht auf der rechten, sondern auf der linken. Auf dem Schwarz-Weiß-Foto. Aber ja. Das war unser Vater. Aber ich muss trotzdem ehrlich sagen, ne? Die Ansicht teile ich immer noch nicht. Meine Söhne niemals von dem verlangen, in den Tod zu gehen. Niemals. Der Brunnen. The Ring. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht?
Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Haule. Ich wollte sterben für das, was ich deinem Bruder angetan habe. Die heilige Jungfrau Maria hat auch dich zurückgeschickt. Für euch will ich weiterleben. Ich glaube, die hat Selbstmord im Brunnen gemacht. Ich vermute mal, der Brunnen ist deswegen abgedeckt, weil sie da reingegangen ist. Der ganze Spiegel. Du hast es nicht verstanden, oder? Es gibt keinen halben Sieg. Nicht für uns. Ja. Medaille und Erkennungsmarke. Glückwunsch, du darfst wieder in den Krieg ziehen, Leutnant. Voller Stolz liest du, was auf deiner Erkennungsmarke steht. Paul von Schmidt, Berlin. Auf Deutsch gesagt, wir sind an dem Tod unseres Bruders zerbrochen, haben unseren Vater umgebracht, unsere Mutter hat Selbstmord betrieben. Sie haben Besuch. Und wir wollten uns wohl selber das Leben nehmen und wurden daraufhin eingeliefert. Oha. Und das sollten sich viele auf die Fahne schreiben. Oha. Also, das war anders als
ich gedacht hätte, von dem, was wie es gelesen, gestanden, also niedergeschrieben war in der Beschreibung von dem Spiel. Trauer darf nicht trauern. Liebe darf nicht lieben. Mütter dürfen nicht mehr Mütter sein. Mütter sein. Muss sein Werk zerstören. Niemand Was? Darf mehr dienen seinem Stern. Seinem Stern. Keinem anderen Herrn. Keinem anderen Herrn. Sollst du dem Vaterland gehören. Glut zur Glut des Volkes, ausgelöscht dein Name. In die Lüfte fährt die Flamme steil, Flamme steil. Alter Falter. Das Lied jetzt auch gerade eben nochmal, deswegen habe ich jetzt gerade nochmal mein Fazit nicht geäußert. Das war ja auch nochmal ein bisschen echt abgedrehter Mist. Alter Falter. Wie gesagt, also sein Verstand hat Winke-Winke gemacht nach dem Kriegsende. Oder nachdem er von der Front wieder heim durfte. Und ich denke mal, das, was wir alles erlebt haben und so weiter, hat er sich teilweise in seinem Kopf zurechtgebogen. Und was er teilweise haben wir auch Zettel gelesen, das hätten wir eigentlich ja gar nicht lesen können, weil als Patient hat man nicht Zugriff auf irgendwelche Patientenakten etc. Im Endeffekt hat er sein Kriegstrauma, was er damals hatte. Also man kann sagen, das ist PTBS im Endstadium gewesen, was er hat. Der Protagonist, der Paule. Und wenn ihr nochmal an den Prolog euch erinnern könnt, gleich am Anfang. Wir sind ja als Johannes gestartet. Und diese schemenhafte Figur, die wir erst gesehen haben, die dann auf einmal verschwunden ist, wo dann schon vom Johannes die Verzweiflung ging, um gerettet zu werden. Das war sein eigener Bruder. Und sein Bruder ist dort zerbrochen geistig und dann später ist Paul an den Kriegsfolgen geistig zerbrochen.
Und natürlich kommt noch erschwerend hinzu, denke ich mal, das schwierige Elternhaus, was die hatten. Der Großvater, ein großer General, hat alles als nichtig empfunden, außer hier Kriegstreiberei. Sein Vater konnte niemals seinem Großvater in die Fußstapfen folgen, weil er ja für sich aus gesehen ein Krüppel war und hat dadurch seine Kinder, die eigentlich eher und damit wohl nichts zu tun haben wollten, eher in die Schiene gezwungen, indem er sie auf eine Militärakademie geschickt hat. Und der eine, der scheint wohl auch ein bisschen gleichgeschlechtliche Antendenzen gehabt zu haben, ich denke mal, er wird sowas gehabt haben und wurde damit als pervers abgestempelt und keine Ahnung was, weiß ich nie. Die Mutter, weil die auch geistig an dem Verlust ihrer zwei Kinder, weil du kannst machen, was du willst. Die Frau hat die ganze Zeit recht gehabt, sie hat beide Kinder im Krieg verloren. Und das, was so abstrakt rüberkam mit, das sind nicht meine Kinder, das sind nicht mehr meine Kinder, das ist, hat die eigentlich ganz recht gehabt, weil die Kinder haben sich so dermaßen verändert, sie haben sich selbst verloren. Also Paul und Jonas. Ja, Johannes. So. Und der Mann, der hat einfach nur gedacht, hat einfach sich das immer schön geredet, die Alte, die spinnt hier, zack, zack, die ist wahnsinnig geworden. Ja, und das am Ende der Paul selber durchgedreht ist, sein Vater wohl umgebracht hat, seine Mutter ist wohl in den Brunnen gegangen, deswegen war der Brunnen abgedeckt. Und deswegen war er auch, glaube ich, das letzte, wo wir die Mutter durch das Haus geistern sehen hatten, war, wo sie nicht am Brunnen war, aber Richtung Brunnen gegangen war. Und seitdem haben wir die ja nie wieder gesehen und der Brunnen war immer abgedeckt, du konntest ja nie reingucken. Die wird sich wohl in den Brunnen gestürzt haben aus Verzweiflung. Dass sie ihren Johannes verloren hat und Paul. Ja. Und daraufhin ist wohl leider der Paul eingerückt und weggesperrt, eingerückt in Anführungsstrichen, weil er geistig durchgedreht war. Und seinen inneren Dämon, das war leider das Fazit, wie es die meisten leider sehen, das Ende, der Geist des Roten Barons war wohl das böse Teufelchen, was zu ihm immer nur gesagt hat, für dich gibt es nur noch einen Ausweg. Und deswegen hat er ihm die Hand umgedreht und Selbstmord. Ich muss ehrlich sagen, es ist ein verdammt gutes Spiel. Regt zum Nachdenken an. Kann ich nur empfehlen. Hier und da mal grafisch, wie gesagt, das mit dem rechten Rand da und links, dass das teilweise nicht gepasst hat. Darüber hinweg gesehen, ich muss ehrlich sagen, das war so gut, das Spiel. Das sehe ich drüber hinweg. Hab an dem Spiel nichts auszusetzen. Und es war, wie es beschrieben war, es war ein psychologisches Horrorspiel. Also jetzt erst im Nachhinein kommt das Gehirn zum Arbeiten und verarbeitet jetzt alles, was es an Informationen davon bekommen hat. Und wie gesagt, das, was wir gesehen haben, muss jetzt nicht unbedingt immer so hundertprozentig so gruselig sein, aber meine Herren, was für ein gutes Spiel. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also zumindest das Spiel an sich. Ich hoffe, es hat euch die Story gefallen. Also, als würde sowas eigentlich einem gefallen, aber ich hoffe, es... Wie kann man das am besten sagen? Also gefallen ist ja auch so zweideutig jetzt, ne?
Ich hoffe, es war interessant genug für euch. Wie gesagt, ich bin damit erstmal rangegangen, dass es hier PTBS behandelt. Im Endeffekt ist es, wie gesagt, ja auch PTBS gewesen, nur halt in dem im richtig weiten, ich würde mal schon, also wenn es schon so weit ist, dass man Richtung Selbstmord geht und alles drum dran und hier andere Leute und geistig so abdreht, das ist schon teilweise mehr als Endstadium. Ich weiß nicht, ob bei PTBS überhaupt ein Endstadium geben kann, aber ich würde hier würde ich definitiv sagen, er hat ein Kriegstrauma im Endstadium gehabt. Und das kommt bei ihm immer wieder im Laufe von Albträumen heraus. Und diese Geister lassen ihn nicht in Ruhe. Und das Problem ist, sowas zu behandeln, ist nahezu unmöglich. Also solche schweren Fälle sind wirklich zu behandeln nahezu unmöglich. Und ja, dass er am Ende in der Zelle gesessen hat, ist zu seinem eigenen Schutz gewesen, weil wie gesagt, er hat ja schon das Ende hat ja gezeigt, dass er Tendenzen zum Selbstmord hat, zum Suizid. Und Leute aus Suizidgedanken wieder rauszuziehen, ist auch eine sehr, sehr große Hürde. Man kann es schaffen, aber das Problem ist, solche Leute, wie gesagt, er hat ja zwei verschiedene Probleme in der Hinsicht. Einmal das PTBS, also diese Belastungsstörung, die Wirren des Krieges, die bei ihm permanent im Kopf arbeiten, was er erlebt hat, was er dort gesehen hat, mit was er konfrontiert war, mit dem schwierigen Elternhaus, sag ich jetzt mal, wo ich jetzt einfach sage, der Opa war ein Kriegstreiber und der Vater war hier hat Kampfmittel hergestellt, produziert und er wollte eigentlich Künstler sein und das hat dem Vater wohl nicht gepasst etc. Der eine Dichter, andere Künstler, keine Ahnung. Die wollten eigentlich vielleicht einen anderen Lebensweg einschlagen und wurden in die Richtung gedrängt. Ja. Ja, und die Frauen, die haben leider in der Familie gar nichts zu sagen gehabt, von Anfang an, ne. Die haben auch ein sehr, sehr schweres Los gezogen. Dazu kommt noch hinzu, der Zeitraum, wo es sich darum handelt, war teilweise ja wirklich so schlimm, dass es so war, dass die Frauen auch an sich keine Rechte hatten. Heutzutage kann man, ja, ich weiß, dass jetzt viele aufschreien werden, die Frauenrechtsbewegung, dies und das. Es hat sich vieles geändert, vieles getan. Und ich muss auch sagen, es stört mich persönlich jetzt als Mann, ich denke mal, ich gucke nochmal nach, ja, ich bin noch ein Mann, oder männlich, mich stört das persönlich jetzt überhaupt nicht. Andere sagen ja gleich, wenn Frauen nach Rechten nach ihren Grundrechten schreien, dass sich da Männer angegriffen fühlen, ist bei mir nicht so. Ich bin so erzogen worden, dass grundsätzlich beide Parteien oder alle Parteien das gleiche Recht haben. Da gibt's keinen, der hat mehr Recht als der andere. So wurde ich großgezogen mit diesem Bilde, sag ich jetzt mal. Und dass Leute immer wieder drauf pochen wollen, dass manche mehr Rechte haben sollen als andere. Oder es wird ja immer danach geschrien, wir wollen die gleichen Rechte wie die. Guckt mal bitte
erstmal da, wo, also da muss man ja mal gucken, wo man rein theoretisch erlebt. Ja, ich weiß, mittlerweile muss man muss mit sowas immer vorsichtig sein. Von Land zu Land sind ja die Rechte unterschiedlich. Muss man jetzt sagen. Ich kann jetzt nur von unserem Land hier sagen, also ich kenne da persönlich jetzt gesehen keine Rechte, die jetzt nur für Frauen oder nur für Männer sind. Kenne ich persönlich nicht. Es kann auch sein, dass ich mich damit nicht großartig auseinandergesetzt habe. Aber soll jetzt hier auch nicht zu irgendwelchen Frauenrechts-, Männerrechts- oder sonstigen Bewegungen gehen. Das war jetzt dann nochmal, ich bin sehr weit auslaufend dann manchmal bei sowas. Das tut mir echt leid. Wie gesagt, es hat jetzt gar nicht so der Debatte dazu getan. Wie gesagt, es waren andere Zeiten, es war 1917, 16, 19. Kurz vorm Zweiten, also nach dem Ersten Weltkrieg, kurz vorm Zweiten Weltkrieg. Da haben die Uhren noch mörderisch anders getickt als heute. So. Aber ich will euch nicht weiter noch ein Ohr abkauen. Wie gesagt, ich hoffe, es war sehr interessant für euch, das Spiel hier. Wie gesagt, ich bin einfach, für mich gesehen, bin ich überwältigt. So kann ich es auch im Raum stehen lassen. Da wünsche ich euch was. Und ich denke mal, ich werde vielleicht mal was anderes spielen, wieder mal was leichter, also eine leichtere Kost als jetzt sowas. Ich habe in letzter Zeit doch sehr viel eher auf der Horrorschiene auf der Horrorschiene gearbeitet. Ich werde mal wieder suchen und gucken. Ich habe zwar immer noch andere Spiele im Kopf, die ich auch noch spielen will oder möchte, aber es kann sein, dass die zu langatmig werden. Aber ich möchte gerne wieder so in die Richtung Jump'n'Run mal wieder gehen. Weil bei Shooter muss ich ehrlich sagen, da gibt es andere, die sind viel besser. Und ich finde keinen ordentlichen Story-Shooter, wo ich sagen kann, den kann ich jetzt let's playen, der geht nicht so lang. So. Ja, jetzt kann man wieder sagen, Einzelspielerkampagne bei das und das. Ja, ist egal. So. Mal sehen, wie gesagt, mal sehen, was ich als nächstes mache. Und ich bin dann erstmal raus und macht's gut und ciao. Bis zum nächsten, was auch immer ich mache. Macht's gut.